Feuer frei. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Wie auch in den vergangenen Wochen will ich mal über ein paar Ereignisse, paar Punkte erzählen. Also ich muss dazu sagen, es ist jetzt relativ willkürlich rausgegriffen. Ich habe mir als erstes mal die junge Welt von heute geschnappt und dort mal nachgesehen, was steht zu dem Thema drinne. Ja, Titelseite, großer Artikel, endgültig menschenleer. Dort geht es um Gazastreifen. Dort wird darauf hingewiesen, dort gibt es einen Plan, zum einen den gesamten Gazastreifen auszuhungern durch eine Totalblockade. Da wird auch ein General genannt, der das Ganze erarbeitet hat. Und jetzt wird weiterhin darauf hingewiesen, dass zumindest im Norden des Gazastreifens jetzt gerade versucht wird, dies entsprechend zu verwirklichen. Doch wird noch ein bisschen mehr diesbezüglich erzählt. Ja. Rechts steht daneben ein kleiner Artikel, Italien, G7-Treffen von Protesten begleitet, also G7 brauche ich hier vermutlich nicht zu erklären, und dort geht heißt der letzte Satz, die Polizei ging mit Schlagstöcken und Tränengas gegen die Demonstranten vor, in Italien zum G7-Treffen. Auf Seite 2 ein Bericht vom Parteitag der Linken. Dort wird auch darüber berichtet, dass es beispielsweise eine Abstimmung zum Thema Israel-Palästina gibt, also gegeben hat, und Auszüge aus diesem Antrag stehen hier unten auf Seite 8. Aber zu dem Thema Israel-Palästina gibt es noch viel mehr Artikel. Beispielsweise Aktionsfreiheit gegen Iran. Kleiner Hintergrund, ihr habt ja mitbekommen, es wurden jetzt eine ganze Menge führende Mitglieder von Hamas und Hisbollah durch Israel getötet. Und wie ja auch in Mainstream-Medien erzählt worden ist, ja, es ist auch eine Drohne bei einem der Häuser von Premier Netanyahu gesichtet worden. Und da wurde hier darauf hingewiesen, dass auch in den Mainstream-Medien kam die Aussage, ja, Iran hatte erklärt, es wäre eine Aktion von Hisbollah gewesen, aber hier wird ausdrücklich darauf hingewiesen, ja, das hindert Israel jetzt nicht daran, dem Iran mit vernichtenden Schlägen zu drohen. Ja, und kleiner Hinweis, ich hatte ja vorhin erwähnt, Gleichbehandlungsgrundsatz gilt offensichtlich nicht. Die Tötung von Hamas- und Hisbollah-Funktionären wird ausdrücklich begrüßt. Netanyahu, der ja ausdrücklich den Krieg bis zum Sieg fortsetzen will, wenn der auch nur näherungsweise auch nur bedroht wird, das gilt als ganz schweres Verbrechen. Aber gut, soweit dazu. Hier steht noch ein bisschen mehr drin. Auf der gleichen Seite zu einem etwas anderes Thema, was auch mit einer anderen Bemerkung in den Mainstream-Medien vorkam, hier mit dem Überschrift Gespenster aus Ostasien. Unter Überschrift Kiew und Seoul behaupten, Nordkorea wolle Truppen in die Ukraine schicken. Ja, habt ihr vielleicht in Mainstream-Medien auch mitbekommen. Da gibt es eben diverse Spekulationen darum, dass Truppen aus Nordkorea in den Kampf eingreifen sollen. Allerdings wird hier, aber nicht in den Mainstream-Medien, darauf hingewiesen, diese Truppen hat noch niemand gesehen
Und außerdem gibt es völlig widersprüchliche Aussagen, wo die überhaupt eingesetzt werden sollen, was das für Truppen sind und so weiter. Also das dazu. Ja, also das war jetzt erstmal nur Junge Welt von heute. Ich muss dazu sagen, eine Sache habe ich jetzt noch total vergessen, was jetzt nicht direkt Krieg-Frieden ist, aber Dresden betrifft. Junge Welt ist zwar eine bundesweite Zeitung, hat aber auch ein, der hier in Dresden öfters mal berichtet und den ich auch bei verschiedenen Aktionen erlebt habe. Ja, und hier unten unter der Überschrift Dresden spart sich krank, mit der Unterüberschrift Freistaat kürzt Mittel, Stadt Dresden plant nun offenbar sozialen Kahlschlag. Und dort werden verschiedene Dinge aufgeführt, wo überall Mittel gekürzt werden sollen, gestrichen werden sollen, mit welchen Folgen, und da wird darauf hingewiesen, ja, es gibt von Bündnis für Pflege hier in Dresden eine Petition dagegen. Das erstmal zu der von heute und bloß zur Information. Ich hatte ja gesagt, zufällig rausgegriffen, weil wenn ich beispielsweise rein zufällig die vom Sonnabend rausgreifen würde. Dort lautet der große Artikel der amerikanische Patient. Präsident Biden hat jetzt den Besuch in der BRD nachgeholt. Und dort wird steht unter anderem drin, dieser Präsident wisse, die Kosten für die anhaltende Unterstützung der Ukraine seien hoch, verblassten aber im Vergleich zu, Zitat Anfang, den Kosten, die in einer Welt zu leben, in der sich Aggression durchsetzt, in der große Staaten kleinere Staaten angreifen und tyrannisieren, einfach weil sie es können, Zitat Ende, behauptete der Präsident und Oberbefehlshaber der größten und aggressivsten Militärmacht des Planeten, vollkommen ironiebefreit. Und rechts daneben, danke, ja, rechts daneben steht, rechts daneben steht drin, UNO fordert Ende der Besetzung Palästinas. Dort geht es darum, dass eine unabhängige Untersuchungskommission eben fordert, dass die Politik Israels gegen Palästina endlich aufhört. Ja, und auf Seite 2 steht ein Artikel Bundeswehrsoldaten in Kiew, wo darauf hingewiesen wurde, dass einzelne Bundeswehrangehörige jetzt in die Ukraine geschickt worden sind, um die Waffenlieferungen zu entsprechend koordinieren, und nach einiger Zeit hätte jetzt die Bundesregierung die wieder abgezogen, und es wird erzählt, dass die Bundesregierung vorneweg von dieser Sache gar nichts gewusst hätte. So, wie gesagt, waren jetzt nur einige Punkte, die einfach nur von zwei Ausgaben der Jungen Welt erzählt worden sind, die sehr viel mit dem Thema Krieg-Frieden zu tun haben. Es steht auch noch beispielsweise von diesen Sondierungsgesprächen in Thüringen, wo das Bündnis Sacher-Wagenknecht auf diese Friedenspräambel Wert legt und so weiter, habt ihr vielleicht auch schon in anderen Medien mitbekommen. Also wie gesagt, stehen noch ganz viele andere Sachen drin. Aber ich denke, die Zeit ist jetzt erstmal rum, und ich hoffe, inzwischen sehe ich auch noch ein paar weitere Leute, die in der Zwischenzeit gekommen sind, und ich denke, es gibt noch viele weitere Beiträge. Vielen Dank erstmal.
Guten Abend. Ich möchte heute etwas von meinem bekannten Kreis erzählen. Und in deutschen Medien sehe ich jetzt immer oft, dass die russische Falschmeldungen, russische Propaganda ist verbreitet und so weiter und so fort. Ich möchte mich dazu äußern. Ich bin kein russischer Propagandist und ich erzähle keine Fake News, hoffentlich. Und zu dieser Fake News von russischer Seite. Wenn solche Meldung kommt, dann frage ich immer wieder, welche zum Beispiel? Welche Falschmeldung, welche Fake News? Und das ist praktisch nicht bestätigt. Ein paar Stück habe ich gefunden, aber diese sind keine bekannten Meldungen. Ich weiß nicht, wo wurde das genommen. Na gut, dann weiter. Ich möchte erzählen, wie Leute in Russland jetzt wohnen und leben. Weil einige unserer Kollegen haben mir das gefragt, wie geht es zurzeit in Russland. Und ich möchte ein paar Sachen erzählen in solcher Reihenfolge. Zuerst Lebensmittel. Ich weiß nicht, hier im Internet gibt es im Prinzip viele Videos von ausländischen Touristen zurzeit in Russland, und die zeigen die Supermärkte in Russland. Alles ist voll und Auswahl ist viel mehr als hier in Deutschland. Und mein Sohn zum Beispiel in Novosibirsk kauft deutsches Bier, ohne Problem. Etwas teurer als früher, aber wenn er das möchte, Oktoberfest, Oktoberbier, dann bitte, kein Problem. Außerdem weiter. Es gibt Supermärkte, aber es gibt auch Garten. Garten in Russland ist nicht so wie hier ein Garten. Und es gibt solche Gewohnheit seit 30 Jahren, glaube ich. Man muss im Garten eigene Obst und Gemüse bekommen für mehrere Monate, vielleicht für 6 Monate. Das ist das Erste. Und Zweite, im Garten gibt es immer ein großes Haus. Und meine Schwester ist jetzt in der Nähe von Moskau und sie lebt in Wohnung von Kindern. Und die Kinder wohnen bis heute noch in diesem Gartenhaus. Und das ist allgemein üblich. Kleine Haus, Gartenhaus wie hier, kann man dort praktisch nicht finden. Und deswegen kann man dort viel arbeiten und jeder hat einen Keller. Und in diesem Keller gibt es eigene Kartoffel, Gemüse und sogar Obst und so weiter. Lebensmittel, kein Problem. Weiter, Wohnungen in Russland. Etwa 70% von russischen Leuten wohnen in eigenen Wohnungen. Das ist auch eine Geschichte von seit 30 Jahren. Diese ehemalige staatliche Wohnungen wurde privatisiert für alle, die zurzeit dort wohnen. Das Problem war, dass diese Wohnung muss man reparieren. Aber Staat konnte das nicht. Und deswegen, man muss das einfach privatisieren und dann reparieren und so weiter. Und dann weiter zu Kindern abgeben und so weiter. Und in Mietwohnungen, zur Miete, wohnen zurzeit etwa 30% wahrscheinlich, und diese sind junge Leute. Junge Leute, die mit eigenen Eltern zurzeit nicht wohnen möchten oder nicht wollen, dann können sie das mieten. Und Miete ist nicht so groß, weil es gibt keine
mit Defizit, wie heißt das, Defizit? Defizit. Ja, dann, und meine Bekannte haben praktisch alle Eigenwohnungen, ehemalige staatliche Wohnungen, aber die sind in meiner Alter und deswegen sind die schon das privatisiert, schon vor 30 Jahren, alle haben das. Und sie sollen aber nur Strom und Wärme bezahlen. Das ist, aber Strom ist dort billig. Im Vergleich mit Deutschland, ich glaube, etwa 10-mal billiger. Das bedeutet nichts. Bei meinem Sohn gibt es elektrische Heizung. Elektrische Heizung, überhaupt kein Problem. Gut, dann weiter. Arbeit. Arbeitslosigkeit gibt es dort praktisch nicht. Und arbeitslose Leute gibt es auch sehr wenig, nur wenn jemand irgendwelche Gründe zurzeit hat, weil Arbeitslosengeld ist dort sehr niedrig. Man kann von Arbeitslosengeld oder Bürgergeld wie hier nicht leben. Man muss arbeiten und Arbeit gibt es überall. Wie gesagt, es gibt sogar interessante Artikel in deutschen Medien, habe ich gelesen, oder vielleicht englische in Übersetzung, dass in Russland gibt es ein Problem. Dort gibt es zu wenig Leute und zu viele Arbeit. Es ist ein großes Problem für russische Wirtschaft. Können Sie sich vorstellen? In Wirklichkeit ist es nicht so dramatisch, aber man muss irgendwie negativ das formulieren. Und hier Arbeitslosigkeit ist 2%, ist das wunderbar. Dort ist eine Katastrophe. Es gibt zu wenig Leute. Es gibt natürlich die sogenannten Relokanten, die relativ jungen Leute, die in 2022 wegen Teilmobilisierung, Mobilmachung in Ausland gegangen. Was bedeutet Ausland? Kasachstan, Georgien, Armenien, Kirgisien. Es ist Ausland. Und die wohnen dort und arbeiten im Home Office. Einfach so. Jetzt ist das seit Corona-Zeit möglich und kein Problem. Letzte Zeit gibt es spezielle Programme, wie kann man diese Relokanten zurückbekommen. Und einige kommen schon zurück, weil es gibt solche Defizite, besonders im Computerbereich. Hier auch eigentlich. Dann weiter. Ach so, Migranten. Werden zu wenig Arbeitslose und zu große Arbeitsangebot gibt es sehr viele Migranten zurzeit in Russland, aus Kirgisien, Usbekistan und so weiter. Weil dort gibt es keine viele Arbeit und es gibt natürlich einige Probleme mit Migranten. Genauso wie hier. Und man muss, früher war das so, man konnte ohne Visum, ohne Erlaubnis einfach fahren und arbeiten. Jetzt nicht mehr, man muss zuerst sich melden, danach fahren und so weiter und so fort. Aber trotzdem, einige Leute haben solche Meinung, es gibt viel zu viel Migranten in Russland. Im Prozent ist das nicht so viel. Aber solche Eindruck, besonders in großen Städten, haben die Leute. Aber das passiert wegen kleinen Arbeitslosigkeiten und die Leute, die Industrie und Geschäftsleute sagen, ohne Migranten haben wir keine passende oder nicht genug Leute für Arbeit. Und deswegen stimulieren diese Geschäftsleute diese Migrantenfluss. Weiter. Ach so,
Wo wohnen meine Bekannte? Weil im Internet lese ich immer wieder, in Moskau ist das alles okay, aber wenn sie ein bisschen draußen weiterfahren, dort gibt es katastrophale Zustand. In Wirklichkeit ist das auch nicht so, weil meine Bekannte wohnen sowohl in Moskau-Gebiet, in St. Petersburg-Gebiet, zentrale Sache. Danach Sibirien, Tümen-Gebiet, Новосибирск-Gebiet, Kemerov-Gebiet. Und bis zum kleinen Städten meine kleine Stadt heißt Jaschkina. Und diese Stadt gibt es etwa 13.000 Leute. Und dort gibt es auch kein Problem damit. Mit all diesen Sachen. Wohnen, Arbeit, Lebensmittel und so weiter und so fort. Und dann Kemerovo-Gebiet. Und in Kemerovo-Gebiet kennen Sie wahrscheinlich, es ist ein Kohlgebiet. Bergleute und so weiter. Jetzt gibt es, ja, dann noch weiter. Ach so, welche Alte haben meine Bekannte? Natürlich zuerst meine Alte. Etwa 70 plus minus. Und danach Kinder von dieser meiner Bekannte. Und danach Enkel von dieser meiner Bekannte. Und im Prinzip, ich habe nie irgendwelche Beschwerden gehört. Von meinen Schulfreunden, von meinen Klassenkameraden, von meinen Studienfreunden. Es gibt auch von meiner ehemaligen Arbeit. Ich arbeite dort nicht mehr schon seit 30 Jahren, aber trotzdem telefonieren wir uns ab und zu. Gut, und wie gesagt, ich wollte nur zuerst diese ungefähr erzählen, wie geht es zurzeit in Russland. Fazit, es geht gut und sogar besser als vor Sanktionen, komischerweise. Besser als vor Sanktionen, weil in dieser alte Zeit, vor 5 Jahren oder noch vor 10 Jahren, gab es solche Gedanken in Russland auch. Wir können alles kaufen. Wir kaufen entweder in Europa oder in Afrika oder irgendwo. Aber wir sollen das nicht alle selbst produzieren. Jetzt produziert Russland praktisch alles selbst. Und zum Beispiel, so Herr Habeck, haben Sie wahrscheinlich gehört, in Berlin gibt es jetzt eine Digitalisierungskonferenz oder Tagung zur Digitalisierung in Deutschland. Moment, ein bisschen vergessen. Ach so, und er hat gesagt, dass leider in Europa gibt es keine solche Programme wie Google. Google gehört zu USA, zu Amerikanern. Google, dann Instagram, dann Facebook, genau, Facebook und so weiter und so fort. In Russland gibt es das. Im Prinzip gibt es das schon seit lange, aber wegen Sanktionen haben die Leute. Und es gab relativ wenig Leute dort bei diesen anderen Sachen. Aber jetzt gehen Leute in Yandex, in Rambler. Es gibt solche wie Facebook. In Russland gibt es 2 Stück. Одноклассники, Schulfreunde heißt es. Oder, ja. Klassenkameraden, ja, oder und noch eine zweite ВКонтакте, in Kontakt auf Russisch, ВКонтакте und so weiter. Ach so, und Yandex und Rambler sind sowohl eine Suchmaschine als auch eine
Nachrichtendienst, kann man so sagen. Ach so, dazu noch YouTube, auch amerikanische. In Russland gibt es Rutube. Es gab, diese Rutube war auch relativ klein und relativ nicht so toll zuerst im Vergleich mit YouTube, aber nach diesen Sessionen ist doch schon alles okay. Gut, danke. Einen wunderschönen guten Abend, einmal wieder mehr nach fast 10 Jahren hier auf dem Jorge-Kommandei-Platz, die Mahnwache für Frieden Dresden. Beginnen möchte ich meinen heutigen Beitrag mit einigen kürzeren informativen Vorbemerkungen, bevor ich zu dem eigentlichen Text komme, den ich heute wieder den Kindern in Palästina, insbesondere den Kindern im Gazastreifen widmen möchte. Beginnen möchte ich darauf aufmerksam zu machen, Stichwort nordkoreanische Truppen Russland, dass wohl laut PESCO darauf zu schließen wäre, dass diese nordkoreanischen Truppen wohl vor allem in Kursk, also auf russischem Territorium eingesetzt wird. Tendenziell wollen die Russen bezüglich der Fremdtruppen hier kein negatives Vorbild für zukünftige NATO-Erwägungen geben. Ich möchte darauf hinweisen, die intensivste Schlacht und den Namen, den wir gerade in den letzten Monaten häufiger hören, ist die Stadt Pokrovsk. Pokrovsk brilliert wohl damit, dass Pokrovsk ein Nadelöhr ist für die immens wichtigen Verkehrsanbindungen. Und zum anderen, wenn Pokrovsk für die Ukraine fällt, dann verliert die Ukraine über 50% ihrer Stahlproduktion. Und Stahlproduktion ist und bleibt eine der Grundvoraussetzungen, um überhaupt Waffen zu bauen. Das erklärt, warum die Russen sich bei Pokrovsk so besonders viele Mühe geben. Weiter ist darauf aufmerksam zu machen durch einen Beitrag, den ich gestern realisierte, dass wir hier auch in Dresden davon ausgehen, dass der Widerstand gegen den Krieg und gegen die Form der Kriegsführung in der Ukraine weiter eskaliert. Nach meinem Informationsstand hat es am 16. Oktober in Kiew eine massenhafte Demonstration von Familienangehörigen verschwundener, unauffindbarer ukrainischer Soldaten gegeben. Es wird wohl erwähnt, 5.000 bis 20.000 ukrainische Menschen in der Kiewer Innenstadt von Herrn Zelensky gefordert haben, wo sind unsere Söhne, wo sind unsere Brüder? Das heißt, in der Ukraine meldet sich die Zivilgesellschaft mit Protesten und möchte Aufklärungen haben und möchte dieses Ausmaß der Kriegsführung nicht mehr so weiter akzeptieren. Jetzt komme ich zu einem anderen Thema. Am Sonntag war ich aus Dokumentenpflicht bei 10 Jahre Pegida, etwa zeitgleich gegründet damals wie die Mahnwache für Frieden. Etikettiert wurde diese Pegida-Demonstration mit der Information, dass das die letzte Pegida-Demonstration ist, dass sich wohl diese Pegida-Demonstrationsstrukturen auflösen werden. Wir konnten ebenfalls am Sonntag die Informationen bekommen, dass seit 10 Jahren die Pegida 250 Mal auf der Straße war und sich halt jetzt auflöst.
Da möchte ich mal die Mahnwache für Frieden und jeden Menschen bei der Mahnwache für Frieden loben, der auch heute Abend wieder hier steht. Wir sind tendenziell ein bisschen älter als Pegida. Wir haben Pegida überlebt. Wir haben über 520 Mal hier in den 10 Jahren gestanden. Und ich hoffe, dass wir durchhalten, die Mahnwache für Frieden so lange mindestens zu machen, bis im Gazastreifen und in der Ukraine der Friede ausgebrochen ist. Lass uns immer wieder daran erinnern, wenn wir vielleicht auch nicht so viele waren wie Pegida, dafür waren wir auch nicht so rassistisch, dafür waren wir auch nicht so rechtsextrem, dafür waren wir viel humaner und pazifistischer und der Erfolg scheint uns recht zu geben. Pegida gehört der Geschichte an und die Mahnwache für Frieden wird hoffentlich weiter gedeihen, bis der letzte Schuss gefallen ist. Jetzt möchte ich zu dem zentralen Thema kommen. Die Kinder, die Menschen, die Frauen, die Männer, die Palästinenser. Ich hatte schon anlässlich verschiedener Mahnwachen darauf aufmerksam gemacht, dass der Ursprung und das konstitutionelle Moment, was den Zionismus zum Zionismus macht, ist die Forderung beinhaltet, dass laut Theodor Herzl schon 1897 der Judenstaat oder das Altneuland als rassereiner jüdischer Staat nur entstehen kann, wenn die palästinensische Bevölkerung, die mit ihren Ahnen dort seit 1800 Jahren friedlich siedelte, vertrieben wird. Ich habe, als am 7. Oktober 1923 jener schreckliche Tag stattfand, wo, wie es in den Weltmedien hieß, Palästina im Anspruch eines Befreiungsschlages Teileroberung israelischer Flächen startete und aus Israel sofort innerhalb von einer Sekunde die bösesten und wildesten Töne zu hören waren, die Palästinenser als Tiere verunglimpft worden waren. Ich mir damals am 7. Oktober die Frage gestellt habe, ist diese Brutalität der Sprache in Israel der Zionisten tatsächlich geschuldet, diesem überraschenden Angriff der Palästinenser? Oder aber ist die menschliche Wahrnehmung der Palästinenser für die Zionisten schon immer eine schreckliche gewesen auf der Basis der Untermenschen, wie wir sie hier schon auch tragischerweise im Dritten Reich erlitten haben? Die Quellen, die Zitate, die Dokumente aller Spitzenvertreter der Zionisten, aller Ministerpräsidenten, Präsidenten, Generäle, Religionsführer seit über 100 Jahren sich in einer Art und Weise über die Menschen in Palästina äußern, die an meuchelmörderischen Tonfall nicht zu überbieten sind. Aus Internet, Palästina-Forum, dankenswerterweise eine Zusammenstellung halt der Zitate über 100 Jahre wahrzunehmen. Ich habe schon vor einigen Wochen begonnen, einige Zitate zu verlesen, aber um die Intensität und die allgemeine politische Haltung der Zionisten in Jerusalem deutlich zu machen, dass es keineswegs nur ein Einzelner ist, nur ein temporäres Phänomen ist, möchte ich die folgenden Zitate aus dem Palästina-Forum diesbezüglich verlesen, damit wir einen Eindruck
bekommen, wie intensiv der Völkermord gegen die Palästinenser betrieben wird. Wenn ich ein arabischer Führer wäre, würde ich nie einen Vertrag mit Israel unterschreiben. Es ist normal. Wir haben ihr Land genommen. Es ist wahr, dass es uns von Gott versprochen wurde. Aber wie sollte sie das interessieren? Unser Gott ist nicht ihr Gott. Es gab Antisemiten, Nazis, Hitler, Auschwitz. Aber war es ihre Schuld? Sie sehen nur eine Sache. Wir kamen und haben ihr Land gestohlen. Warum sollten sie das akzeptieren? David Ben Gurion, erster israelischer Ministerpräsident. Wir können keinerlei Entschädigung für Palästina geben, weder für die Palästinenser noch für die Araber. Deshalb ist eine freiwillige Vereinbarung unvorstellbar. Jede Kolonialisierung durch die beschränkteste muss unter Missachtung des Willens der einheimischen Bevölkerung weitergehen. Deshalb kann sie nur unter dem Schild der Gewalt weitergehen und sich entwickeln, der aus einer eisernen Mauer besteht, die die örtliche Bevölkerung niemals überwinden kann. Das ist unsere Politik gegenüber den Arabern. Wenn man sie in irgendeiner anderen Weise formulieren würde, wäre es Heuchelei. Wenn sie ein Land kolonisieren wollen, in dem schon Menschen leben, dann müssen sie für eine Garnison auf diesem Lande sorgen oder einen reichen Mann oder Wohltäter finden, der für sie eine Garnison einrichtet oder andernfalls die Kolonialisierungspläne aufgeben. Denn ohne eine bewaffnete Macht, die jeden Versuch, die Zerstörung oder Verhinderung dieser Kolonisierung physisch unmöglich macht, ist eine Kolonisierung nicht zu verwirklichen. Nicht schwierig, nicht gefährlich, sondern unmöglich. Der Zionismus ist ein Kolonialisierungsprojekt, und deshalb steht oder fällt es mit der Frage von bewaffneter Macht. Der aus Odessa stammende zionistische Propagandist und Vordenker Zaev Jabotinsky . Der ultranationalistische Benzion Netanyahu, Vater des Benjamin Netanyahu, bei einem Interview am 2. April 2009. Die Neigung zum Streit liegt in der Natur des Arabers. Er ist der geborene Feind. Seine Persönlichkeit erlaubt ihm keinen Kompromiss. Es spielt keine Rolle, welchen Preis er bezahlen muss. Er befindet sich in einem Zustand des immerwährenden Krieges. Auf die Frage, was ein vollständiger Sieg über die Palästinenser mit sich bringen würde, sagte er, sie wären dann nicht mehr in der Lage, gegen uns einen Krieg zu führen. Durch die Verhinderung der Nahrungsversorgung für palästinensische Städte, die Verhinderung von Bildung, Beendigung der Stromversorgung und noch mehr. Sie wären nicht mehr in der Lage zu überleben und würden dann von hier wegrennen. Aber alles ist von einem Krieg abhängig und ob wir die Kämpfe gewinnen werden.
und auf die Frage, gibt es eine Friedenshoffnung, antwortete der Vater von Netanyahu, durch eine Vereinbarung? Nein. Die andere Seite könnte den Frieden einhalten, wenn sie versteht, dass jeder Verstoß unglaublich schmerzhaft sein würde. Die Zwei-Staaten-Lösung gibt es nicht. Es gibt hier keine zwei Völker. Es gibt ein jüdisches Volk und eine arabische Bevölkerung. Es gibt kein palästinensisches Volk, weshalb man keinen Staat für eine imaginäre Nation erschaffen kann. Sie nennen sich ein Volk nur, um die Juden zu bekämpfen. Der israelische Rabbiner Moshe Levinger, Mitbegründer der radikalen Siedlerbewegung Gush Emunim, sowie Gründer und amtierender Rabbi der Siedlungen in Hebron und Kirjat Arba, begrüßte das von dem Siedler Dr. Baruch Goldstein verübte Massaker an 29 betenden Palästinensern im Jahre 1994 mit den Worten: Das Töten von Fremden ist akzeptabel und auch willkommen, um die jüdische Renaissance im versprochenen Lande zu fördern. Rabbiner Shmuel Elau aus Safed: Es ist nichts Illegales am Verkaufsverbot von Land an Araber, da der jüdische Nationalfonds das schon seit Jahrzehnten betreibt, und zwar mit staatlicher Genehmigung. Diese Praxis wird von 55% der israelischen Juden unterstützt. Der Vorsitzende der jüdischen Kulturgemeinde Nürnberg, über das frühere Präsidiumsmitglied des Zentralrats der Juden, Professor Ralf Verleger, ein Volksschädling, ein vergiftetes Würstchen. Die Araber haben im Lande Israel nur noch eine Funktion, davonzulaufen. Wir müssen die Araber vertreiben und ihren Platz einnehmen. Ben-Gurion, erster israelischer Ministerpräsident. Wir müssen eine Reihe kollektiver Strafaktionen angehen, selbst wenn in den angegriffenen Häusern Kinder leben. Ein Ruf nach Frieden ist Schwäche. Yigal Alon am 31. Dezember 1947 bei den Beratungen mit Ben-Gurion und anderen über die Vorgehensweise zur Tötung und Vertreibung der Palästinenser. Israel muss das Schwert als das hauptsächlichste, wenn nicht das einzige Instrument ansehen, mit dem es seine Moral hochhalten und seine moralische Spannung bewahren kann. Gegenüber diesem Ziel darf es, nein, muss es, Gefahren erfinden, und um dies zu tun, muss es die Methode von Provokationen und Rache anwenden. Hoffentlich gibt es bald einen neuen Krieg mit den arabischen Ländern, so dass wir vielleicht endlich unsere Sorge loswerden und unseren Lebensraum erwerben. Moshe Dayan, israelischer General. An dieser Stelle breche ich die Zitatenlesung ab, die sich um Dutzende Seiten ihr fortschreiben ließe. Ich werde im Laufe der nächsten Wochen für Frieden
weitere Zitate lesen, damit uns allen hier klar wird, dass hier keinesfalls die jetzige aktuelle Regierung hier die bösen Zionisten sind, die die Araber und Palästinenser ausrotten wollen, sondern dass es zum politischen Grundverständnis aller führenden Politiker in Israel seit über 70 Jahren gehört, ihren rassereinen jüdischen Staat erst dann begründen zu können, laut Theodor Herzl, wenn die Palästinenser deportiert worden sind. Eine abschließende Bemerkung. Im Gazastreifen, dem größten Ghetto, was es hier zurzeit auf der Welt gibt, wo sich auf 340 Quadratkilometern 2,2 Millionen Menschen drängen, seit einem Jahr intensivst bombardiert werden, sozialwissenschaftlich anzunehmen, dass von diesen 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen über 500.000 Kinder leben, die erleben und erleiden müssen, dass deren Väter und Mütter weggebombt wurden, die erleiden müssen, dass sie nichts zu essen bekommen, die erleiden müssen, dass sie medizinisch nicht betreut werden, die seit über einem Jahr traumatisiert werden für den Rest ihres Lebens mit den Dauerbombardements der zionistischen Bomberflottillen. Das ist ein Verbrechen an Kindern. Dass Israel meinetwegen gegen die Hamas kämpft, aber Hunderttausende von Kindern massiv darunter leiden, ist nicht akzeptabel. Es wurde die Genfer Kriegsrechtskonvention gefordert als Antwort auf die schrecklichsten Kriegereignisse auf dem Planeten, wo die internationale Gemeinschaft vor über 100 Jahren als Konsequenz beschlossen hatte, dass Kriege nicht mehr dazu führen dürfen, dass Kinder, Frauen, alte Menschen, Zivilisten im Rahmen dieser Kriege zu Tode kommen. Das ist ein Volksverbrechen, wie wir es schon bei den Nazis und bei den USA in Vietnam und deren anderen Kriegsschauplätzen erlitten haben. Was mit diesen Kindern passiert, wenn sie dieses eine Jahr und vielleicht anderthalb Jahre diesen Terror im Gazastreifen überlebt haben? Diese Kinder werden gezeichnet sein für den Rest ihres Lebens, weil die Zionistin gegen eine vermeintliche Terrortruppe kämpft, aber 500.000 Kinder vernichtet und deren Zukunft zerstört. Laut Lancet, USA militärwissenschaftliche Schrift, muss befürchtet werden, dass bislang im Gazastreifen bis zu 200.000 Menschen vernichtet worden sind. Die offiziellen Zahlen auch der Hamas bewegen sich bislang etwa bei 45.000 bis 50.000, weil über 100.000 Menschen im Rahmen der Flächenbombardements dicht besiedelter Gebiete im Gazastreifen restlos verschüttet worden sind von den Trümmern der einstürzenden Häuser. Was sich im Gazastreifen abspielt, ist nach Auschwitz das zehnfach schlimmere Verbrechen der Menschheit. Ich fordere zum Abschluss meines Beitrages, so wie wir zu Auschwitz Nein sagen, haben wir erst recht zu dem Völkermord auch an den Kindern im Gazastreifen Nein zu sagen. Und jeder, der Waffen in dieses Kriegsgebiet liefert, macht sich des Völkermordes und des Massenmordes gleichermaßen schuldig. Ich klage die Bundesregierung in Berlin an.
Diese Völkermörder und Massenmörder, die dazu beitragen, dass Deutschland angeblich als zweitwichtigster Rüstungsfabrikant für die Zionisten sich wie Adolf Hitler mit einem Völkermord die Finger dreckig macht. Wir werden das ahnden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich möchte eine Zugabe machen. Und ich habe genannt Relokanten. Wer ist die Relokanten? Wahrscheinlich stammt das aus Englisch. Relokant bedeutet, er hat seine Wohnsitz geändert. Und ich habe schon gesagt, in 2022 im Herbst sind mehrere tausend, vielleicht bis zu 500.000 Leute von 20 bis 55 Jahre alt sind Russland verlassen, in diese Richtung Kasachstan und so weiter. Aber sie haben gedacht, es kommt eine Generalmobilmachung. Aber diese sind nie gekommen. Und trotzdem, sie sind weggegangen, es ist kein Problem, weil in Russland ist das nicht verboten. Man kann ohne Problem ausreisen, hinreisen, kein Problem. Deswegen sind diese Leute, auf russischer Sicht, sind normale Leute. Sie kommen zurück und bitte, bitte schon. In Ukraine ist das anders. In Ukraine ist Ausreise verboten. Sie wissen schon, seit praktisch Februar 2022 ist Ausreise für praktisch alle Leute bis von 18 bis 65 oder bis zum 60 verboten. Und das bedeutet, alle, die hier in EU, alle Männer, die ukrainische Männer, die hier in EU leben, sind eigentlich die Verbrecher. Sie haben dieses Verbot umgegangen, entweder mit Geld oder illegal und so weiter und so fort. Und dann die ukrainische und jetzt suchen die Mobilisierungsbehörde die Leute für Armee in Ukraine. Sie wissen wahrscheinlich, sie haben wahrscheinlich gesehen, sogar in westlichen Medien sind das schon zu sehen, aber die ukrainischen Blogger zeigen das immer wieder. Es ist wirklich katastrophal, wie das passiert. Sie können, wie ich habe schon genannt, zum Beispiel Олеся Медведева oder Анатолий Шарий. Er wohnt eigentlich schon seit Jahren in Spanien, zeigt das. Und sogar die westlichen Medien haben das auch gezeigt, besonders Fall, es gab ein besonderer Fall. In Ukraine gibt es eine berühmte Musikgruppe, Океан Эльзи. Seit, ich weiß nicht, 30 Jahren berühmt wahrscheinlich, 20 mindestens. Und es gab ein großes Konzert in Kiew. Ein Stadion praktisch, solche, so große Konzert mit Океан Эльзи. Und die jungen Leute, bedeutet, was bedeutet Juni? Für mich Juni. Älter als 20 sind ohne Angst zu diesem Konzert gekommen. Und plötzlich kommen diese Mobilisierungsbehörde. Es muss man das sehen. Es war wirklich interessant, wie suchen die Ukrainer und finden und gefesselt. Die ukrainische Behörde, die Leute für die ukrainische Armee. Und andere, sie wissen wahrscheinlich auch, dass die ukrainischen Botschaften in EU haben veröffentlicht, dass die
ukrainische Männer, die hier in EU wohnen, etwa 700.000 ungefähr Leute, haben jetzt ein Problem. Und zwar, sie können nicht ukrainische Pass wechseln in Botschaft. Sie sollen unbedingt nach Ukraine fahren. Aber man muss nicht vergessen, aus Ukraine darf auch nicht zurückkommen. Und es gibt eine Diskussion in deutschen Medien auch. Sollen wir die ukrainischen Männer ausweisen oder nicht? Und es wurde gesagt, nein, die bleiben, sie haben Recht, aber mit gültigem ukrainischen Pass. Aber gültigem ukrainischen Pass muss man in Botschaft bekommen, neue. Weil man muss je 5 Jahre das ungefähr neue machen. Und das bedeutet, zurück nach Ukraine. Ich bin gespannt, was passiert. Aber es ist ein großes Problem zurzeit, sowohl für ukrainische Männer hier, als auch für ukrainische Armee in Ukraine, weil es gibt praktisch keine motivierten Leute, weil alte Garde, und diese alte Garde war diese echte Nationalisten. Echte Nationalisten, wie rechte Sektor, kennen Sie wahrscheinlich, und so weiter. Und früher war das so, dass in Kiew und in Lwów, Lviv auf Ukrainisch, in der Nähe von polnischer Grenze, große ukrainische, westukrainische Stadt, gab es praktisch keine Mobilisierung. Aber jetzt gibt es das auch dort. Und es ist, diese Position ist kritisch, und ich habe schon genannt, diese Vater von ukrainischer Demokratie, Sovstin hat das auch gesagt, dass wir haben schon letzte Vorräte in Kiew und in Lviv. Und jetzt müssen wir noch weiter Mobilisierungsalte nach unten drücken, bis zum 18 Jahre. Zuerst war das 27 Jahre, danach 25 Jahre, jetzt kommt wahrscheinlich 23 und nächster Schritt 18 Jahre. Und deswegen, das wissen Sie wahrscheinlich auch, dass die Schulkinder von alten Klassen sind auch jetzt unterwegs aus Ukraine, weil in 1-2 Jahren sind diese auch Mobilmachung gültig. Mal sehen, was passiert. Danke. Ist noch an? Hört er mich? Ja, ich glaube, ich höre es auch. Zu Palästina, wo der Krieg am 7. Oktober angeblich begann hat, hat Israel 3 Tage vorher eine Blockade gegen Palästina errichtet, dass es keine Handelsbeziehung mehr geben kann. So, interpretieren kann er dasselbe. Ich möchte was zur Ukraine sagen. Vor 14 Tagen, 3 Wochen, ich habe kein Zeitgefühl, sagt Zelensky, er möchte Frieden haben. Klingt ja alles gut. So wie die Grenzen jetzt sind, möchte er Frieden haben. Sobald er Frieden hat, hat er aber gesagt, steigt er in die NATO ein. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen, oder? Danke. Gibt es noch weitere Wortbeiträge? Ansonsten sind wir auch ungefähr ran mit der Zeit.